Hallo, ich bin der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Programm Free Studio DVD Videosoft Videos für euer Mobiltelefon konvertieren könnt. Und zwar so, dass ihr euer Mobiltelefon auch sofort abspielen kann. Dazu gehen wir auf die Kategorie Mobiltelefone und wir fangen ganz oben an mit dem Android-System und wählen das Programm Free Video to Android. Fragt er uns, ob wir eine neue Version installieren wollen, sagen wir nein. Gut, jetzt können wir Folgendes machen. Wir können jetzt sagen, wir fügen das Video hinzu, was wir konvertieren möchten. Dann nehmen wir eins von uns. Das fügt er auch hier hinzu. Wir können es natürlich wieder löschen, wenn wir möchten. Wir können auch den Ausgabenamen ändern. Wir sehen jetzt, ursprünglicher Name ist Videoname. Wir können jetzt sagen, mit Punkt trennen oder mit Leerzeichen. Und können unseren Namen hier oben eingeben, wie wir möchten. Wir möchten es aber so umändern, dass es genau so heißt, wie es eingegeben wurde. Hier oben Supporter-Tipp, Windows 8 und so weiter. Wir können jetzt noch Text hinzufügen, wie zum Beispiel Interpret, Album und Genre. Ja, machen wir jetzt nicht. Das ist eigentlich nur dafür da, wenn ihr wirklich eine große Datenbank habt, damit ihr das auch dann schön sortieren könnt nach Album oder Interpreten. So, konvertieren werden Videos in diesem Programm immer nur nacheinander, also erst das oberste, dann das zweite, dritte, vierte und so weiter. Wenn ihr diese Reihenfolge ändern möchtet, könnt ihr dies über die Pfeiltasten machen. Hier könnt ihr euren Ausgabeordner angeben, also es soll abgespeichert werden in User, Steven Videos oder ganz woanders, wo ihr möchtet. Jetzt wird natürlich ganz wichtig die Qualität. Wir wollen die höchste Qualität haben. Und was jetzt ganz nett ist, wir haben jetzt schon Vorgaben. Wir können jetzt sagen, es soll für ein Samsung Note oder Motorola Atrix oder ein HTC, Motorola Droid und so weiter. Wir können auch sagen, nein, es soll später auf ein Amazon Kindle. Die Formate unterscheiden sich nicht großartig und wahrscheinlich wird auch das Kindle woanders abgespielt werden können. Aber hier wird es eben genau optimiert für dieses System. So, wählen wir das einfach mal aus. Option, können wir nicht viel machen. Wir können hier ein Theme ändern. Prince of Persia zum Beispiel. Die Sprache nach Updates prüfen oder ob der Computer danach heruntergefahren werden soll. Gut, das war's auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch auf Konvertieren gehen. Und schon macht das uns auf das richtige Android-Format. So, das warten wir jetzt natürlich nicht ab. Und stopp. Also, viel Spaß beim Ausprobieren.